Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play SMWX Super Mario World oder Rampage Bowser's Again. Ich habe jetzt mal den Mikrofon Verstärker reingemacht, also Mikroverstärkung reingemacht. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr das besser findet. Wenn ja, mache ich das jetzt öfters. Aber wir machen jetzt auch schon sofort hier weiter. So, wie gesagt, Mikrofonverstärkung habe ich jetzt, wie gesagt, mal angemacht. Wie gesagt, wenn euch das besser gefällt, dann schreibt es in den Kommentaren. So, es geht ganz normal jetzt weiter. Vielleicht wird das jetzt ein längerer Part, denn eigentlich hatte ich vielleicht geplant, dass ich in jedem Part eine Welt mache. Der erste Part war jetzt nur ganz kurz, die erste Welt war ja auch nur so eine kleine Einführung. Und die Musik, die wir, glaube ich, gerade hören, ist, glaube ich, von Super Mario 64. So. Boom. So, okay. So, hier gibt es zwei Ausgänge. Einmal den Secret und den normalen. Ich habe nötig, machen erstmal den normalen Ausgang. So. Du bist auch tot. Dann wird das da. So, und dann hier. Der Fisch, der kann auch mal sterben. Wow, da ist der Midway Point. So, kommen wir noch dran vorbei. In die grüne Röhre hier rein. Und dann müssen wir mal gucken, ob es Mikro mal ein bisschen näher zu mir gemacht hat. Gesagt, in den könnt ruhig in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Mit Mikroverstärkung oder ohne Mikroverstärkung. So. Und dann hier drauf. Ah ja, die Musik, die wir jetzt hören, ist glaube ich von Tohu. Kann ich aber nichts sagen zu dem Spiel, denn ich habe Tohu noch nie gespielt. Oh, hau ab. Nein, das war so nicht geplant. So. Da war nochmal eine Yoshi-Coin. Was ist denn da unten? Lass mich raten. Ein P-Switch. Das nehme ich doch mal mit. Ja, so war das nicht geplant. So, nimm so tot. Vorsicht. So vorbei. Und dann wahrscheinlich da. So, und dann. Aha. Jetzt haben wir wieder New Super Mario Bros. 1. DS-Musik, nicht 1. New Super Mario Bros. DS-Musik haben wir jetzt zufälligerweise wieder. So. So, haben wir hier alle Yoshi-Coins mal gesammelt. Aber wie gesagt, es ist ja kein 100% One. Okay. La 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 la. Ja, übrigens, die Zahl ist jetzt da oben, die. Im Fraps-Teil, die rote, habe ich jetzt mal da hoch gemacht und ich hoffe, es stört euch jetzt nicht. So, wir müssen jetzt aber nochmal in das Level. Oder was? So, vielleicht ein bisschen gerade gerauscht, aber ich musste gerade mal ein bisschen was machen. Sorry. Sorry. Wie gesagt, ich hoffe, man hört mich gut. Ich bin jetzt nicht ganz nah am Mikro mit meinem Mund dran. Also, ich bin so teilweise ein bisschen weg mit dem Mund. Scheiße. Scheiße. Mach. Die Fische hier. Boah. Mach. So, wie gesagt. Ich glaube, der Secret Exit, der war, wenn ich mich nicht irre. Ah, was mache ich da? Ich brauche einen von denen. Nee, so war das aber nicht geplant. Genau. Jetzt können wir da einen P-Switch. Nee. So, ist er aktiviert. Muss ich noch schnell hier durchkommen und dann bin ich in der Röhre, Leute. Das ist dreckig, das Mikro, ja, meine Fresse. Hilfe, Leute. Secret Exit. Gut geschafft. So, wohin gehen wir zuerst? Ich sag's für euch, wir machen zuerst das Level. So, müssen wir mal ganz kurz gucken, Leute, wie das jetzt hier weitergeht. Ich glaube, das ist auch wieder die Toro-Musik, die wir jetzt hier hören. Ja, das ist wieder die eine Toro-Musik, die wir gerade hören. Die, die ihr gerade hört. Wow, hat aber geklappt. Wow,
rein, wie es aussieht. Was gibt's hier? Na, 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 na. So, kann man, glaube ich, hoch, ja. Ah, okay. Jetzt gut bin, genau. So hatte ich mir das... hatte ich mir das aber nicht gedacht. Aha, es geht doch, Leute. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich genau das da machen. Und jetzt können wir hier rein. Ah. Na, 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 na. Und das war der Weg zum Secret Exit. Hoppla, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Hier. Und weiter geht's. Wie gesagt. Moment. Oh. Wow. Ah, was soll denn der Scheiß? Du musst nicht ausgerechnet dann umdrehen, wenn ich hier komme. Wow. Nein. Ich bin Rudo, du machst Fisch. Tschüss. So, was haben wir denn? Ah, die ist doch. Genau. Wow, wow, wow. Der Rest ist wahrscheinlich alles in Münzen. Ja, gut, ich komme aber doch. Den eigentlich würde mich mal was interessieren. Nee, Mario, warum bist du jetzt nicht gesprungen? Ja, schon wieder nicht gesprungen. Schade, er gedacht, ich wäre da irgendwas drauf gewesen. Das ist interessant, das hätte mich mal interessiert. Boah, wir haben die Hälfte des Levels geschafft. So. Und dann geht's jetzt in die Röhre weiter und. Ja, mal gucken, was wir hier noch. Was uns jetzt hier, der hier erwartet. Oh, noch eine Yoshi-Coin-Deko haben wir jetzt auch noch kurz aufgesammelt. Wow. Was gibt's denn da oben drin? Lass mich mal raten. Da ist coole Feder. Damit hätte ich jetzt noch nicht gerechnet. Das Spiel ist ja eigentlich nicht klein. Ich kenne das Spiel natürlich schon, aber. Ja, nur manchmal vergesse ich auch manchmal was, was ich irgendwie schon kannte. Ah, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ich sammle zwar nicht alle Yoshi-Coins, aber wenn ich, wie gesagt, welche ähnliches sehe, dann nehme ich die natürlich mit. Und ein One-Up. Cool, cool. Oh. Ich denke, was ich jetzt hier noch brauchen würde, wäre ein P-Switch. Ah, der geht hoch. Und da ist der P-Switch auch schon. Aber. Ist da oben noch etwas? Nein. Oh, wir haben es doch geschafft, da hinzukommen. Wow, das wir auch geschafft. Na, 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 na. Okay, das wir auch geschafft. Und dann geht's jetzt erstmal in diesem Level weiter, in den grünen Schalterpalast. Mal gucken. Oh, noch eine Feder, nehme ich gerne. So, hier warten wir ganz kurz. Oh. Nee, das... Nee. Nee. Nein, so, weiter. Ah, das ist hier natürlich schön grün, wie sich das auch gehört, für den grünen Schalterpalast. Und ich glaube, die Musik, die wir in den Schalterpalästen, glaube ich, immer hören werden, die dann bestimmt Bonusspiel, ich glaube, die ist aus Paper Mario. Das, keine Ahnung, aus welchem Paper Mario. Boah, auf jeden Fall Paper Mario Shy Guy Box, glaube ich, heißt das Lied richtig. So, eigentlich sollen wir hier ein bisschen was anderes machen, Leute, aber wir verkürzen den Spaß ein bisschen. Wir haben hier die Feder schon aufgesammelt. Von daher können wir so abkürzen und ja. Warte mal, ich will mal ganz kurz was wissen, Leute. Das würde mich nämlich mal interessieren. Ob das. Aha. Schade, das geht leider nicht. Wäre aber cool gewesen. So, jetzt liegen wir beide in der Luft. Das Trampolin und oder Springboard und Mario. Also auf geht's. Weiter, weiter, weiter. Ich will weiterspielen. Jetzt wäre auch erledigt. So, wir gehen jetzt hier rein in diese Röhre, nicht in die da oben. So, und da ist auch das zweite Schloss, was wir schon sehen. So, bla bla bla, das werde ich jetzt nicht vorlesen, wie gesagt, so gut ist mein Englisch auch nicht. Ich interessiere mich zwar sehr, sehr für andere Sprachen, für so Fremdsprachen, aber ich bin trotzdem noch nicht so gut in Grammatikübersetzung. Aber ich glaube, ich weiß ungefähr, was es bedeuten soll. Es soll bedeuten, was er gerade stand, soll bedeuten, dass wir nicht in das Wasser fallen dürfen, denn
Ich hatte schon Warning, das heißt, das Spiel will Warnung, denn wenn wir ins Wasser fallen, dann sterben wir. Ja. Jetzt ganz vorsichtig landen, Leute. So, ich habe mir gedacht, ich nehme einfach mal so lange auf, bis ich die zweite Welt durch habe. Wenn das dann doch zu lange ist, mache ich doch zwei Parts draus. Muss ich dann mal gucken. So, Leute. Oh, verdammt. Da geht auch noch durch. Wir haben die Hälfte des Levels bereits geschafft. Ah ja, ich glaube, die Musik, die wir in diesem Level hören, die ist aus Kirby. Aber ich weiß nicht, aus welchem Kirby. Das weiß ich leider jetzt nicht. Ich weiß nur, dass die aus irgendeinem Kirby-Spiel stammt. Hm. Ja, keine Ahnung. Ich warte mich eigentlich... Na gut, weil ich ja Feder Mario bin. Ja, ich will nämlich die erste Kondom auch haben jetzt, wenn ich die schon sehe. Ja, so wird das ja wohl... Wird das ja wohl mal gar nichts. Ah, ich hab sie. Oh, was soll denn das? Also jetzt bin ich gut gelandet. Hau ab! Ah, ich bin so dumm, so sollte man das eigentlich schaffen. Aber egal. Hätte ich mir Zeit ersparen können, aber egal, aber. Wow. So, klappt schon ein bisschen besser. Wow, geh sterben. Ich glaube, die Musik jetzt leider. Egal, was soll's. So. Nee, hey, du nimmst auf keinen Fall meine andere noch ab. Ist da oben noch irgendwas? Hm, irgendwas muss ich da mit diesem P-Switch jetzt irgendwie was machen. Aha! Komm her! Hä? Egal, dann mach ich dich so tot. Und wir haben auch alle, Yoshi-Coins in diesem Level sammeln können. Und das war's. Mit dem Löffel. Ja, und jetzt gehen zwei da. So. Jetzt gehen wir in das Level. Das hat auch wieder zwei Ausgänge. Blablabla. Wir dürfen jetzt nicht diese Strahlen hier berühren. Also, safe state. Das hier, denn ansonsten sterben wir. Ja, kurz erklärt. Tja. Dann gehen wir jetzt hier unten. Hier schon die erste Yoshi-Coin. Erst machen wir natürlich wieder den normalen Ausgang. Auch ein Torpedo kommt ja auch noch vor. Oh, ich hasse diese Torpedo-Tets. Ich glaube, das Level ist auch nicht so mein Lieblings. Ah ja, das Lied, das wir jetzt hören, das ist aus Super Mario Galaxy 1. Ein Lied. Ja. Wow, jetzt schnell hier durch. Yoshi-Coin. Ach ne, ich glaube, da unten gab es ein Leben. Genau, daran kann ich mich auch noch erinnern. Also, dort ist nur ein extra Leben. Das brauchen wir aber eh nicht mehr, weil das Spiel ja mit Chase State spielen. So, jetzt gehen wir hier unten lang. Boah, das ist eine Yoshi-Coin. Eine Yoshi-Coin. Ach nee, ich glaube da unten. Ja genau, da unten, das heißt hier auch noch, da ist der Schlüssel. Für den Secret Exit. Ah, du dummer Fisch. Oh, jetzt Savey wieder. So, genau, so, jetzt hat es geklappt. Nee, aber die Landung da unten hätte ich bis... Okay, dann machen wir es eben so. Also, okay. Oh, was hätten wir auf? Oh, da müssen wir One-Up. Aha. Na? Nein. Die sammle ich jetzt auch noch auf. Wie gesagt, die Yoshi-Coins, die jetzt irgendwie hier rumliegen, die nehme ich schon mit. Die ich jetzt irgendwie schon sehe. Ah, nee, da... Ah, ja, genau. Da ist der Schlüssel für... Das ist der Schlüsselloch, aber der Schlüssel, den haben wir jetzt noch nicht gesammelt. Den kann ich... Den werdet ihr jetzt gleich sehen, wo der ist. Wir müssen jetzt nämlich nochmal in das Level rein.
bla, das kennen wir doch schon, die Meldung. So, ich spiele mich einfach mal schnell hier durch, denn habt ihr eh schon alles gesehen von dem Level. Es ist eigentlich nur noch mal das gleiche. Ihr könnt auch schneiden an der Stelle. Aber ihr wollt mich vielleicht noch mal fehlen sehen, auch wenn das nicht so passieren wird. Aber ich schneide jetzt mal nichts raus, ich bin jetzt mal so nett und zu faul dazu, Pause zu drücken. Eigentlich hätte ich das ja jetzt auch rausschneiden können, die Stelle mit dem Schlüssel, um euch Zeit zu ersparen, denn ich dachte, das habt ihr ja eh schon alles gerade gesehen. So. Nur hier durch, jetzt warten wir ganz kurz, bis der den Torpedo geworfen hat. So, hier runterfallen lassen wir uns jetzt. Aber es wird dann nicht immer Schnitt geben, denn ich muss dann gleich mal weg. Ganz kurz. Aber wirklich nur ganz, ganz kurz muss ich mal weg. So, das warten wir nochmal, bis der nochmal so ein Torpedo weg. Alter, hör auf. Oh, genau. So, dein. Nein. Lass uns jetzt hier fallen. Und dann machen wir hier den Torpedo, Junge. Nee. Ach, das machen wir ein bisschen einfacher. Wir gehen jetzt einfach hier hoch. Und dann ein Torpedo. Genau, und jetzt hier. Ach, wir machen es einfacher, Leute. Tot. Und weiter schwimmen. Auf der. Ja, da wäre auch fehl gewesen. Da wäre nur der Weg zum Born-Up gewesen. Das wäre dann. Hui, und damit haben wir es auch geschafft, hier den Secret Exit zu machen. So. Das zeige ich euch jetzt noch ganz kurz, Leute. Ja, genau, hier ist noch One-Ups. Peace. So, aber das reicht, ja. Was ich jetzt gerade besitze. So, und raus hier. Das ist so ähnlich wie die Top Secret Arena im normalen Spiel. So Leute, wir machen jetzt noch das Level und dann würde ich mal sagen, dann mache ich mal einen kleinen Schnitt. So, also ich bin gleich wieder da. Ich muss jetzt aber doch mal ganz kurz schneiden hier an dieser Stelle, denn ich muss ganz kurz mal was erledigen. Also bis gleich, Leute. So Leute, und da bin ich auch schon wieder. Hab jetzt noch mal ganz kurz geguckt, wie lange die Aufnahme ist und ja, noch kurz was erledigt und ja, jetzt machen wir noch das Geisterhaus hier in dem Part und dann werden wir im nächsten Part das Schloss und halt das da oben, das eine Level, was ihr noch ganz da oben seht, das werden wir als erstes dann im nächsten Part machen. Ansonsten, jetzt geht's weiter. Eigentlich, ja, die zweite Welt jetzt in einem Part jetzt noch zu beenden, das würde mir zu lange dauern, deswegen machen wir jetzt wahrscheinlich das Geisterhaus. Und, das Lied, das wir jetzt hören, das ist aus Super Mario Land 1. Ja. So. Wow, wir kommen doch noch durch. Ich habe erst gedacht, dass der, wie sagt man, dass der Geist. Naja, und das Wasser, ihr seht jetzt, habt ihr jetzt schon kurz gesehen, ist, wie sagt man, natürlich so eingestellt, dass man, wenn wir reinfallen, sofort sterben. Ich mach mal wieder Savey wieder. So, hier. So, jetzt warten wir ganz kurz. Wow, die nehme ich jetzt auch noch mit, wie gesagt. Haha, geil, wie ich jetzt so durchgekommen bin. So. So. Hier fallen lassen. Dann hier das mitnehmen. Und wir gehen in die Tür rein. So. Oh, da war der Midway Point. Und ja, dann haben wir hier das da. So, jetzt lassen wir uns so durch. Ja, genau, jetzt kommt diese Stelle. Ich will aber was schaffen, Leute.
Ach, wir warten einfach. Wo? Nein, 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 geh weg. Hä? Was war das denn jetzt? Da waren da zwei. Ah, oh, scheiß Feuer. Naja, was soll's. Nein! Nein! Ey, das ist doch zum Kotzen gerade. Oh, diese Stelle im Reveille hasse ich jetzt, die jetzt gerade kommt. Die wir jetzt gerade haben. Raus. Tot. Oh, Mario muss dann natürlich abrutschen. Ja, er muss abrutschen. Er muss ja abrutschen. Ist ja auch der Rutschman. So, kann auch was rutschen auf Englisch gerade heißt. Der Rutschmann. Ja, Mario, der Rutschmann. Natürlich. Boah. Ach, egal. Scheiß drauf. Kann ich dazu noch sagen? Hä? Hä? Oh, ich hot's gleich. Haut ab, ey. Oh, weiß der. Was? Was, Leute? So, ich bin noch. Oh, ja, klar. Oh, überall Geister und irgendwelche komischen Lampen. Oh, du dummer Geist! Du hast mir alles versaut. Aber wirklich alles gerade. Ich hätte die jetzt tot wirbeln können. Und irgendwie kommt mir das gerade verdächtig aus. Gut, dann eben nicht. Ist halt eben, aber wie gesagt, das Röhr hier, die Röhre hier, ne, geht doch nicht rein. Da hätte vielleicht irgendwas Interessantes sein können. Vielleicht ist nicht eine Yoshi, denn wir haben ja schon alle. Aber das scheint wohl doch nichts Interessantes zu sein. Wo, und da ist der Boss, Leute. Ja, es ist ein Boss. Nein. So. Komm doch her. Boah. Ich glaube, die Musik ist übrigens aus aus Mario Bros. 3. Na 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 na. Wir speichern hier. So, Leute, und wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch, wenn nicht, gebt einen Daumen runter, schreibt einen Kommentar und wie gesagt, ich würde mich über freuen, wenn ihr mir schreiben würdet, was ihr besser findet mit dem, also mit der Tonverstärkung oder ohne die Tonverstärkung. Das würde mich sehr freuen, also ohne, also ob ich die Mikroverstärkung anlassen soll oder ob ich die dann lieber ausmachen soll, schreibt es mir in den Kommentaren. Also, und dann sehen wir uns im nächsten Part dann wieder und ciao. Tschüss. Viel Spaß.